Ein äußerst ungewöhnliches Rennen hat Desiree Rösch uns gerade angekündigt. Claudia Pechstein, die Olympiasiegerin im Eisschnelllaufen, hat sich Rollen untergeschnallt und wird auf der Starlightbahn in Bochum antreten gegen Greaseball, die Lokomotive aus dem Musical. Ein Wettstreit kurz vor der Premiere des neu überarbeiteten Starlight-Musicals. Desiree Rösch in Bochum, ich habe mich ja festgelegt, ich halte zu Claudia Pechstein, aber wir hatten da eigentlich die besseren Karten, was denkst du? Ja, es ist schwer zu sagen, wer heute Abend hier bei diesem spektakulären Rennen gewinnen wird. Greaseball, einer der Hauptdarsteller hier im Stück, hat natürlich eindeutigen Heimvorteil. Er kennt diese Rollbahn hier wie seine Westentasche. Hier fährt er ja jeden Abend entlang. Dafür hat Claudia Pechstein mehrere Goldmedaillen schon gewonnen. Sie gilt als die erfolgreichste deutsche Wintersport-Olympionikin. Also sie wird sich sicherlich nicht schlecht schlagen, allerdings ist sie die Olympiasiegerin im Eisschnelllauf und nicht im Rollschuhlaufen. Wir werden sehen, es wird sicherlich spannend. Claudia Pechstein ist auf jeden Fall vor knapp 2 Stunden heute Nachmittag hier angekommen in Bochum. Vor dem Starlight Express, natürlich, wie sollte es anders sein, ist sie mit dem Zug hier angekommen aus Berlin. Und dann galt es natürlich erstmal Anprobe. Schuhe mussten her, Rollschuhe und nicht etwa Inline-Skates, sondern die ganz klassischen Rollschuhe, ja, Disco-Roller, wie man sie aus den 80er Jahren noch kennt und wie sie übrigens jetzt auch wieder ganz modern werden, nur so nebenbei erwähnt. Nach den Rollschuhen dann das passende Kostüm. Es wird nicht im normalen Rennkostüm gelaufen, sondern auch im Zugkostüm, passend natürlich zum Starlight Express. Ja, und Claudia Pechstein ist jetzt hier bei mir. Trainierst du auch sonst schon mal auf Rollen? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns ist das eine wichtige Grundlage, auf Inlineskate zu trainieren im Sommer. Also wir machen bestimmt fast 1000 Kilometer auf Inlineskate, aber natürlich auf Inlineskate, nicht auf Rollschuhen. Und das ist vielleicht mein Problem, aber ich werde ihr alles geben. Hast du deinen Gegner schon kennengelernt, Greaseball? Ja, ich habe ihn kurz kennengelernt. Er gilt ja als sehr, sehr böse sozusagen, aber ich hoffe, dass ich mich durchsetzen kann gegen ihn. Wie meinst du, wird es ausgehen, das Rennen? Ich denke, es wird knapp werden und ich hoffe, es wird für mich entschieden. Gut, ich würde sagen, wir machen uns langsam bereit, dass das Rennen beginnen kann. Erstmal müssen wir den Gegner rufen. Greaseball, bitte komm. Greaseball, einer der Hauptdarsteller hier im Stück Starlight Express. Viel Applaus hier in der Starlight-Halle für Greaseball. Und ja, Claudia, auf geht's zum Start. Und ich würde sagen, seid ihr bereit? Ja, Sie sind bereit, dann kann es jetzt losgehen mit dem Countdown. Es gibt noch kurze Diskussionen, wie die beiden am besten starten, aber jetzt der Countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ein guter Start und ja, neben mir ist Dolan José, auch ein Darsteller, und er trainiert die anderen Darsteller, spielt mit mir heute so ein bisschen den Co-Kommentator. Und wie schätzt du ihren Rennstil ein? Claudia hat eine sehr gute Form, sieht sehr natürlich aus auf dem Rollschuh. Ich glaube, Greaseball hat eine sehr gute Konkurrenz. Wie schätzt du seinen Fahrstil ein? Er ist ja nicht immer besonders fair. Er prügelt schon mal, ist immer sehr betrügerisch. Ist er jetzt fair hier beim Rennen? Aber Greaseball ist bekannt als manchmal Betrüger, aber wir wissen nicht, ob er spielt fair. Und jetzt, Claudia hat gewonnen. Oh, Claudia hat gewonnen. Das gibt natürlich viel Applaus. Naja, ob das mit rechten Dingen zuging von Seiten Greaseballs, wissen wir nicht, ist uns auch egal. Claudia hat jedenfalls gewonnen und kommt auch direkt zu uns. Ja, Claudia Pechstein ist nicht nur Deutschlands erfolgreichste Wintersport-Olympionikin, sondern jetzt auch hier im Starlight Express der Star. Wie war's denn? Ja, ganz interessant. Also für mich auch anstrengend, wie man es hört, aber so eine neue Erfahrung für mich, hat Spaß gemacht. Wobei, man muss ja ganz ehrlich sagen, also man hat versucht abzukürzen, aber kurze Zeit später kam sein Ereignis. Ne? Naja, Hauptsache der Gewinn zählt. Es gibt auch, glaube ich, einen Preis, den hat Dolan José hier mal bereitgestellt. Ein paar Disco-Roller mit vielen Unterschriften. Wer hat hier alles unterschrieben, Dolan? Die ganze Besetzung vom Starlight Express 2002. Eine große Dankeschön. Und das ist hier keine olympische Goldmedaille, aber das ist vom Starlight. Das ist, glaube ich, die Kette vom Greaseball mit einem großen G drauf. Also, welch eine Ehre. Herzlichen Glückwunsch, Claudia Pechstein.